Hey alle zusammen! Na, eigentlich wollte ich euch in diesem Video die wasserdichten Kopfhörer vorstellen. Aber ernsthaft, ich habe so viele getestet und sie alle waren schlecht. Immer wenn ich unter Wasser getaucht bin, war der Ton auch weg. Aber zumindest kann ich eine Frage beantworten, nämlich warum ich die Kopfhörer überhaupt brauche unter Wasser. Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich kraule halt einfach wahnsinnig gerne und würde Musik dazu hören oder Hörbücher, Hörspiele, damit die Zeit dann auch zügiger vergeht und ich vielleicht auch ein bisschen mehr schwimme. Also wie dem auch sei, ich bleibe meinem Thema treu, nämlich Kopfhörern, und zeige euch heute diese hier von Libratone. Ich habe übrigens auch andere Kopfhörer von der Marke und die habe ich auch schon gezeigt und die mochte ich super gerne. Ich wollte aber einfach mal welche haben ohne Kabel, und die von Apple, die ich mir zuerst angeschaut habe, die haben diesen Zipfel und das mag ich einfach nicht. Und dann kamen ja jetzt auch die neuen raus und die sind meiner Meinung nach einfach zu teuer. Also habe ich dann die beiden Datenblätter miteinander verglichen und da schneiden die Libras besser ab. Was die Tonqualität angeht, kann ich jetzt bei den anderen nicht sagen. Ich selber nutze die halt einfach, ehrlich gesagt, nicht zum Telefonieren, weil ich nicht so der Telefonierer bin, sondern für Sport oder zum Hörspiele hören. Was den Sport angeht, ich Springseil, da verrutscht überhaupt gar nichts. Ich boxe gegen meinen Boxsack, da passiert auch nichts, die bleiben bombenfest drin. Oder sogar beim Tabata, also beim High Intensive Interval Training, auch echt super. Oder komplett anders beim Meditieren, da kann ich dann das Noise Cancelling so weit hochdrehen, dass alles einfach weg ist, alle Außengeräusche und ich nur noch eins bin. Oder in der Arbeit, da nutze ich dann einfach nur einen Kopfhörer zum Beispiel, wenn ich dann am Computer sitze und wir gerade nichts zu tun haben zwischen den Moderationen dann in den Beiträgen. Ja, also was mir auch schon passiert ist, ich bin dann, als man noch fliegen konnte, im Flieger eingeschlafen mit den Kopfhörern im Ohr und meine Ohren haben nicht wehgetan. Das habe ich nämlich ganz gerne mal, dass dann bei den In-Ears die Ohren wehtun. Bin ich wieder aufgewacht und alles war fein. Was ich übrigens auch sehr cool finde, ist, dass man die, da kann man dann einen Kopfhörer jemand anderem geben. Das habe ich dann mit meiner Tochter, den anderen Kopfhörer nehme ich selber. Und dann kann man sich auf dem gleichen Tablet dann was anschauen. Was ich übrigens, also müsst ihr dann darauf achten, solltet ihr die haben, vielleicht habt ihr das gleiche Problem, wenn der Akku dann mal zur Neige geht langsam, dann funktioniert das nicht mehr ganz so top, dass es sich zuerst mit dem Tablet zum Beispiel verbindet und wenn ich es dann am Handy brauche, dass es dann recht schnell switcht. Wenn der Akku aber voll ist, dann ist alles super. Also ich weiß nicht, ob das jetzt generell so ist oder ob das bei mir nur so ist, vielleicht kennt ihr das auch. Aber sonst, ganz ehrlich, das ist jetzt nur so ein minimales Problem, da drückt man dann hier drauf und dann aktiviert man die Verbindungsfunktion einfach wieder und dann ist das auch fein. Was mich echt umgehauen hat, das muss ich ernsthaft gestehen, ist die Akkulaufzeit. Ich habe mein Noise Cancelling auch nicht komplett an, also ich höre ganz gerne auch drumherum dann was mittlerweile. Und da hält der dann wahrscheinlich auch länger. Also ihr könnt auch den Akkustand überprüfen über die App. Entweder nehmt ihr die raus, die Kopfhörer. Wenn ihr das macht, dann seht ihr ganz genau, was die Box hat und was die Kopfhörer haben. Also ich persönlich brauche jetzt keine mehr von dieser Art, weil ich bin mit denen happy, vielleicht noch in rosa, aber sonst nicht. Die gibt es nämlich wirklich in rosa auch noch und in weiß. Aber sonst bin ich ultra, ultra happy mit denen. Als nächstes, ich habe jetzt einfach mal in so eine Crowdfunding-Geschichte für Over-Ear investiert. Und das sind welche, die angeblich total relaxen und die Konzentration fördern. Aber die sind da noch in der Mache, also es dauert noch ein paar Monate, bis die dann fertig sind. Und ich bin total gespannt, ob die jetzt, ob die wirklich so funktionieren und ich mich noch besser konzentrieren kann. Gerade zum Beispiel, wenn ich an meinem Buch hocke und dann schreibe und mir die Inspiration fehlt. Oder ob die da einfach nur Bach draufklatschen oder Mozart oder was auch immer. Also Classic Music und aus die Maus. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Für die kann ich schon mal sagen, Daumen hoch. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und ganz ehrlich, wenn ihr wisst, welche Kopfhörer
unter Wasser, also wenn man mit dem Kopf dann auch untertaucht, funktionieren, dann verratet es mir bitte. Ich bin nämlich sehr neugierig und würde es wissen und möchte nicht den ganzen Markt leer kaufen, weil sonst bin ich am Ende pleite. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bin bald wieder bei euch und zwar mit einer Menge Bücher. Also packt schon mal eure kleinen Geschwister und Kinder raus, denn bald gibt's was zum Hören von mir. Bye!